Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, neuer Monat, neues Glück würde ich sagen, oder? Es ist Zeit für eine Leseliste. Aber zuerst wollte ich mit euch über meine alte Leseliste. Manchmal vergesse ich das in meinen Leselisten ab, also nicht Updates, aber Leselistenplanung. Und manchmal erwähne ich es. Und dieses Mal möchte ich es wieder erwähnen. Ich habe mir ja super viele dieses Mal aufgesetzt und es sind noch ein paar übrig geworden. Aber nicht schlimm. Ich zeige sie euch jetzt mal, die übrig geblieben sind. Oh, die übrig gebliebenen im Schnelldurchlauf ist The Long Game. Hatte ich keine Zeit gehabt, aber hätte ich Lust. Dann habe ich hier She Who Became the Sun. Das habe ich vergessen, dass es eigentlich ein Buddy-Read sein sollte, weil wir haben dieselben Bücher, ich und eine Freundin von mir. Dann habe ich hier Die Mondgöttin auch noch nicht gelesen. Dann Stummer Schrei. Und das letzte Buch ist Sirens. Auch das ist ein Buddy-Read und auch das habe ich vergessen. Ja, ist das nicht schlimm. Wir fangen jetzt mal mit der richtigen Leseliste an. Kennt ihr noch mein Ding? Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich was gezogen habe. Dieses Mal nehme ich mir ein Buch vor, weil das muss ja auch abgearbeitet werden. So, ich bin sehr gespannt. The Lost Crown. Wo ist denn das Buch? Ich blende euch das Buch mal ein und werde mir das jetzt auch mit notieren, dass ich das im Mai jetzt endlich auch mal lese. Mai, für den ich mich jetzt entschieden habe, also für die Bücher, die ich mich jetzt entschieden habe, war rein Fortsetzungen und auch jetzt so langsam mal rein beenden. Das war mir jetzt sehr wichtig. Es sind ein paar dicke Schinken dabei, aber ich habe ja im letzten Lesemonat 21 Bücher gelesen und gehört, beziehungsweise mehr gehört als gelesen, aber das erzähle ich euch sowieso im Lesemonat. Und ja, von dem her, ich kann auch die Bücher wirklich, wenn ich jedes einzelne davon nehme, auch schaffen. Und ja, der Mai ist dafür da, jetzt Bücher rein fortzusetzen, zu beenden oder auch mal abzubrechen, wenn ich die Bücher doch nicht mehr weiterlesen will. Also, als zweites habe ich mir jetzt vorgenommen, weil ich den ersten Band im März gelesen habe, Firefallen, der zweite Band von Lisa Coven, mit der Feuerelementkarte. Ich liebe ja Feuerelement, ich bin super gespannt, um was. Valhalla ist der nun das Eigentum des Reiches und marschiert gemeinsam mit der Armee gegen Norden. Kaiser Solaris verspricht sich von ihrer Windmagie den Sieg, während der Senat sie weiterhin am liebsten tot sehen würde, setzt Aldric alles dran, sie zu beschützen. Valhalla weiß nur eins, auf sie wartet der Kampf ihres Lebens. Kann sie ihre Menschlichkeit bewahren oder wird sie doch zu dem Monster, das der Kaiser in ihr sieht. Lang verborgene Wahrheiten kommen ans Licht, die alte Loyalität auf eine harte Probe stellen und Frallas Liebe zu Aldric noch unmöglicher machen. Ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr, sehr. Dann habe ich mir einen Thriller draufgepackt. Das Waldhaus. Kam es noch gar nicht so lange her. Ich habe schon, also so 3-Sterne-Bewertung viele gesehen, aber auch viele haben 4, 5 gegeben. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja die 37-jährige Hannah, die in ihr Elternhaus nach London zurückkehrt, um ihren schwer dementen, kranken Vater zu pflegen. Und der sieht in ihr immer mehr die Mutter. Und sie muss sich so ein bisschen in ihre Rolle reinschlüpfen von der Mutter und erfährt hat dadurch Geheimnisse und Sachen, die sie nicht erfahren hätte sollen. Aber ihr Vater denkt halt, sie ist halt ja seine Frau. Aber die Frau ist halt schon vor längerer Zeit verstorben und keiner weiß, was mit ihr damals passiert ist. Und nun versucht Hannah, das rauszufinden. Ja, ich glaube, das war's dann noch so. Hier A Touch of Darkness, das ist der erste Band. Jo, seht ihr das? Ja, gar nichts, gell? Das sollte eigentlich ein Buchschnitt haben, aber naja. Sieht aus wie ausgebleicht oder so ein bisschen. Hier geht es um Hades, soweit ich das weiß. Persephone ist die Göttin des Frühlings, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht gezeigt. Sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium nach New
Athens und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Aber auf einer Party in Nevernight, auf dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie muss Leben in sein Reich erschaffen oder sie verliert ihre Freiheit für immer. Dabei steht sogar noch weit mehr auf dem Spiel, denn Hades hat längst auch von ihrem Herz ergriffen. Ja, genau. Sehr gespannt. Das Buch ist ja auch mein 24 für 2024 dabei und dementsprechend habe ich mich auch dafür entschieden, dass es zwei Reihen Auftakt, aber trotzdem muss ich auch meine Challenges auch ein bisschen abbauen. Hier ein weiterer Thriller. Ihr wisst ja, dass ich ja mein Frühlingssub super viele Thriller mir aufgebürgt habe und ich bin auch sehr gut am Abarbeiten. Also ich schaffe es auf jeden Fall, alle Bücher zu lesen, abzubrechen oder ja, auszusortieren, wie auch immer. Und ich habe mir gedacht, komm, ich muss da weitermachen. Es läuft sehr gut, dass ich meine alten Thriller nach und nach aussortiere, wenn sie mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, einfach mal ein älteres Buch auch mitzunehmen. Ich weiß, es ist zwar nur eins, aber ihr wisst ja, meine Leselisten sind zwar immer so, dass ich mich gerne an ihnen halte. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich habe jetzt voll Bock auf, keine Ahnung, irgendeinen anderen Thriller oder sonst noch was, dann werde ich das dann auch tun. Ja. Das erste Sommer in Stockholm, doch dieses Verbrechen lässt ihr Herz gefrieren. Das erste, was ihm auffällt, ist der Geruch. So etwas hat er noch nie wahrgenommen. Es riecht nach Eisen und nach etwas anderem, das er nicht identifizieren kann. Auf dem Schreibtisch steht eine ovale Silberschale. Erstaunt darüber, wie engagiert das alles aussieht. Wie ein Stillleben. Aufgestellt, um den Blick zu fangen oder zu halten. Noch begreift er nicht, was er da sieht. Ich auch nicht. Siri Bergmann, Therapeutin und Profilerin, ermittelt, steht hier. Ist es jetzt irgendwie der erste Band oder was? Oh ja, das ist ja die Therapeutin, das Trauma, bevor du stirbst. Okay, nochmal schauen, ob ich dann Ganzen. Ja, mal schauen. So, kommen wir zu dem ersten Buch, also zur ersten Reihe, die ich in diesem Monat beenden will. Und zwar habe ich im März gelesen The Way I Used to Be und jetzt The Way I Am Now. Hier geht es, im ersten Band geht es um eine Mädchen, also wirklich Mädchen. Sie ist 14 und wird von dem besten Freund ihres Bruders vergewaltigt in ihrem eigenen Haus, in ihrem eigenen Kinderzimmer und ab dann ist für sie alles anders. Wir begleiten sie circa drei Jahre, bis sie halt, also drittes Highschool-Jahr. Ja, und wie sie erwachsen wird, wie sie damit umgeht, wie sie zu einer super guten Schülerin war und sich dann zu was anderem entwickelt und so weiter. Und jetzt geht es hier um die Geschichte von den beiden Protagonisten, also hauptsächlich um Eden, so heißt das Mädchen. Eden, auch mit Buchschnitt. Ja, und sie lernt einen jungen Mann kennen, mit dem sie sich gut versteht, aber ja, sie möchte halt auch irgendwie, ja, ich kann es nicht beschreiben, es ist sehr gut realistisch dargestellt. Ich mochte es sehr gerne, also den ersten Band, es war wirklich, man kann nicht dazu sagen Highlight, weil das was Schlimmes passiert ist und man sich nicht darüber freuen kann, aber es war wirklich so realistisch und gut umgesetzt, dass ich wirklich nichts Schlechtes sagen kann. Ja, und ich hoffe, weiter zu wissen, wie es hier im zweiten Band und im Endband auch weitergeht. Dann, weil jetzt im Mai das neueste Buch von Emily Henry auch kommt, dachte ich mir, ich lese mal ihr da, was ich noch nicht gelesen habe. Das ist das einzige Buch, was ich von ihr jetzt noch nicht gelesen habe. Book Lovers, die Liebe steht zwischen den Zeilen. So. Eine Enemies to Lovers Geschichte. Die New Yorker Literaturagentin Nora Stevens ist das Gegenteil jeder romantischen Romanhelden. Sie ist tough, scharf,
zügig und nicht auf der Suche nach der großen Liebe. Einzig für ihre Schwester Libby würde sie alles tun, sogar einen Sommer in der idyllischen Kleinstadt Sunshine Falls verbringen, dem Schauplatz von Libbys Lieblingsroman. Von Picknicks auf den Blumenwiesen und Dates mit attraktiven Landärzten jedoch keine Spur. Stattdessen begegnet sie Nora ausgerechnet dem arroganten und unannahbaren New Yorker Lektor Charlie Lastra in Sunshine Falls wieder. Nach und nach müssen sie sich jedoch kennenlernen, dass nicht nur in Büchern, sondern auch im wahren Leben manches anders ist, als auf den ersten Blick scheint. Ja, ich bin sehr gespannt. So, und war ja wir immer noch im Mai sind, wo ich ja rein beenden oder weiter fortsetzen will, habe ich mir jetzt auch die Flammende draufgepackt. Die Beschenkte war ja den ersten Teil, es sind ja jetzt alle übersetzt worden. Ich freue mich sehr darauf. Wer das Mädchen mit den Haaren wie Feuer einmal gesehen hat, wird es nie wieder vergessen. Feuer übt den unwiderlichen Stilchen Macht auf alle Lebewesen in ihrer Nähe aus. Sie kann in die Gedanken anderer Menschen eindringen, nur nicht in den von Prinz Brigand. Wer ist dieser unnahbare Feldherr und welche Rolle spielt er im Kampf um den Thron? Um Feuer herum entspinnt sich ein Netz aus Verschwörungen und obwohl sie in ihren Innersten dagegen sträubt, kommt sie dem Prinzen immer näher. Ja, kennt ihr das Geräusch? Wenn die Bücher so ein bisschen zusammenkleben von der Farbe, irgendwie mag ich das. Keine Ahnung, ich... Ja, auf jeden Fall, der zweite Band, ja, freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich mir den zweiten zweiten Teil von Jade City, und zwar Jade War, draufgepackt. Ich habe das von der Bücherbüchsen aus, die Ausgabe. Ich habe mir jetzt auch schon den dritten vorbestellt. Ich werde auf jeden Fall wissen, wie die Reihe weitergeht. Ja, hier geht es um die Kräfte von Jade und das sind so Steine, die sind so grünlich und sie haben Macht und durch diese Macht erlangt der Träger halt die Macht und wir haben hier also eine Art Mafia-Familien, mehrere zusammen und diese kämpfen um den Thron und um die Familie, die es hier halt geht, die hat den Thron gehabt und Opa von denen, der sein Sohn ist verstorben und der hat drei Kinder und der Älteste ist auch ein Protagonist im ersten Band und dann haben wir auch verschieden, also den Jüngsten und also die Jüngste und der Mittleren und so weiter. Also wir haben hier keine Liebesgeschichte, ich sage es immer wieder, aber trotzdem fand ich es sehr gut. Ich hoffe, dass vielleicht jetzt im zweiten Teil die Liebesgeschichte halt auch kommt. Ja, die sehen alles sehr gut aus. Ich bin sehr gespannt. Es war ein sehr guter Kampf. Es geht hier nicht um Kung Fu oder keine Ahnung was. Aber fand ich sehr gut. So, wie gesagt, wir machen weiter bei Reihen. Hier habe ich Legendary. Es geht endlich weiter. Ich habe Caraval noch einmal gereadet im März. Und im Mai will ich auch die Reihe dann hoffentlich komplett schaffen. Das heißt, Legendary haben wir ja hier. Ich habe jetzt den dritten Band jetzt nicht im Video jetzt noch dabei, aber falls es gut läuft, dann möchte ich auf jeden Fall auch den dritten lesen, dass ich dann den Spin-off lesen kann und auch bereit bin für den vierten Teil, der irgendwann einmal im Herbst, glaube ich, oder so erscheint, der sehr dünn sein wird, aber passend ja, zu den Geschichten. Ich werde euch diesen Klappentext nicht erzählen, weil es Spoiler enthält zu ersten Band. Sehr krasse Spoiler sogar. Dementsprechend, ja, wenn ihr Caraval noch nicht kennt, das ist, hier geht es um zwei Schwestern, um Donatella und um Scarlett. Und die beiden, also Scarlett muss heiraten, damit sie ja, ein bisschen freier kommt von ihrem Vater und Donatella ist halt so ein bisschen in der Familie das schwarze Schaf, die Rebellen, die einfach alles machen, was sie will und Scarlett schreibt immer wieder Briefe an Legendary, der das Caraval führt oder leitet und jedes Jahr wandert dieses Caraval und ja, der Gewinner vom Caraval darf sich einen Wunsch erfüllen lassen
Und Scarlett macht dieses Jahr mit, weil, naja, will ich dich nicht spoilern. Und ja, das, darum geht's halt. Und Legendary ist halt die Fortsetzung davon. Dann habe ich hier Dark Sigils, das lesen wir in der Leserunde. Das ist dann auch der dritte und der letzte Band. Auch das ist ein Buchschnitt, ich freue mich sehr drauf. Die zweite Reihe dann im Mai zu beenden. Ich kann jetzt auch nicht sagen, um was es mir wirklich genau geht. Also es geht um die Dark Sigils selber und um eine Parallelwelt. Und unsere Protagonistin findet heraus, dass sie so ein Dark Sigils besitzt und auch die Macht davon hat. Und ja, danach müssen sie halt diese in die Parallelwelt und dort alle zu retten und auch die richtige Welt zu retten. Und ja, dann geht es auch sehr viel um Vertrauen, weil sie vertraut halt auch hier eine Person, die sie denkt zu glauben, zu mögen und zu kennen, und naja, wird dann halt verletzt so dadurch. Ja, ich mochte 1 bis 2 sehr gerne, der erste Band sogar ein Ticken mehr, und bin gespannt, wie dieses Ganze jetzt nun endet. Dann habe ich auch jetzt einen zweiten Band von der Magnolia Parks Reihe, und zwar geht es hier um Daisy Hates und ihre Familie, und ich habe auch schon reingelesen. Ich bin jetzt schon bei Seite 124, das heißt, da habe ich jetzt nicht mehr so viel. Es ist wie ein Autounfall, dass man nicht wegschauen kann, anders kann ich es nicht beschreiben. Sehr viele sind toxisch und irgendwie, also wir haben hier ein paar Protagonisten. Hier geht es um Daisy hauptsächlich, und Daisy ist verliebt in einen Freund, der älter war als sie, also in Rome. Und dieser Typ hat sie betrogen in ihrem eigenen Bett. Also haben sie Schluss gemacht, oder hat sie Schluss gemacht mit ihm. Er ist dann nach Amerika abgehauen und kommt jetzt zurück wieder nach 4 Monaten und möchte halt wieder mit ihr was anfangen. Und sie sagt, nee, das kann ich dir nicht verzeihen. Aber in der Zeit, in den 4 Monaten, wo er halt in Amerika war und dort rumgebumselt hat, sage ich mal, hat sie das gleiche auch gemacht, nur mit einer Person, und zwar mit Christian. Und Christian liebt aber Magnolia Parks. Und dann gibt es aber noch Julian, das ist der Mafia-Boss von der Stadt London, der ihr Bruder, der Bruder von Daisy ist. Und dieser Julian liebt auch Magnolia Parks. Aber Magnolia Parks liebt BJ. Und die alle sind gut miteinander befreundet. Ja, ihr versteht, was ich meine, oder? Also es ist ein bisschen tricky, ich habe das noch nicht so ganz verstanden, weil man halt nur, also im ersten Band von Magnolia und BJ die Sicht hatte, hier hat man mehrere, und ja, es ist sehr unterhaltsam, man muss wirklich sagen, okay, es ist fast nichts wirklich irgendwie realistisch, aber dieses High Society, und die sind ja reich dort, weil der Vater war schon Gangster und der Bruder hat das jetzt übernommen. Ihre Eltern sind gestorben, weil sie Gangster waren und so weiter. Also es ist schon, ja, man muss halt sowas mögen. Und ich habe gemerkt, nach Magnolia Parks, ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und deswegen auch Daisy Hates, und ich bin sehr happy, dass ich jetzt endlich mal wieder rein weiterlese. So. Und dann habe ich auch schon in unserem ersten Leserundenbuch angefangen. Das ist eine neue Reihe. Trial of the Sun Queen. Die Artefakte von Uranus. Und habe da schon die ersten 108 Seiten, bis zu 108 genau, gelesen. Und es gefällt mir bisher sehr gut. Wir haben hier 4 Bücher und alle mit Farbschnitt. Auch dieses hier ist ein wunderschöner Farbschnitt. Und ja, ich lese euch da den Klappentext vor, weil ich kann das jetzt nicht so alles wiedergeben. Nach 12 Jahren im Kerker des Aurora-Königs hat Lore nur ein Ziel, den grausamen High Fae jeden einzelnen Moment ihres Elends herauszuzahlen, um ihren Geschwistern zu entfliehen. Als sie gegen ihre Wahrscheinlichkeit und gegen alle Regeln an den Hof des rivalisierenden Sohnkönigs gelangt, scheint ihre Rache in greifbarer Nähe. Denn Lore wurde ausgewählt mit 9 anderen Tributen, um die Hand des äußersten attraktiven Königs zu kämpfen und den Thron an seiner Seite zu erklimmen. Nur wenn ihr das gelingt, ist sie frei und kann ihre Familie retten
Doch um den Sonnenkönig für sich zu gewinnen, muss Law erst einmal die tödlichen Wettkämpfe mit Intrigenspielen am Hofe der Fee überleben. Also das ist auch genau das, wie weit ich jetzt auch gelesen habe. Law hat Scheiße gebaut, ist in den Kerker geschmissen worden und wurde von diesem Kerker dann entführt, in Schlund, nicht Kerker, aber wurscht, und wurde dann in ein König gebracht, zu einem Königreich, einen Sonnenkönig. Und ja, und wenn sie überlebt, wird sie High Fae und wird ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht überlebt, dann ja, aber sie hätte auch dort, wo sie jetzt war, vorhin auch nicht lange überleben können. So, ich habe hier Love is Bald, was in meinen 24 für 24 dabei war, obwohl ich eigentlich den ersten Teil reingepackt habe, aber irgendwie habe ich unbewusst den zweiten gescannt. Ist jetzt auch egal, das ist der. Und der zweite Teil ist auch der letzte, den ich von der Reihe auch habe. Es ist eigentlich eine Trilogie. Aber ich denke, ich werde jetzt nicht weitermachen. Nicht, weil es mir nicht gefällt, sondern weil ich das andere Buch nicht habe. Und ich möchte jetzt nicht extra Geld dafür ausgeben. Ich bin jetzt schon ziemlich weit. Ich hoffe, man kann es erkennen. Nicht. Ich bin jetzt auf Seite 196, habe da jetzt eigentlich nur pausiert. Ich hätte es auch beenden können, weil ich das bei BookBeat gehört habe und auch als Hörbuch fertig hören wollte. Und meine 100 Stunden sind ausgelaufen. Ja, deswegen habe ich das jetzt pausiert. Aber ja, werde ich auch beenden. Gehört in meine Challenge und dann ist die Reihe auch für mich persönlich beendet. Und ja, ist doch was Gutes. So, das letzte Büchlein, für dem ich mich jetzt vorgemerkt habe, ist Kurt. Ja, ich wage mich jetzt endlich weiter. Ich glaube, das ist das dickste Buch von allen. Ich glaube schon. Aber wurscht. Ich will jetzt weitermachen. Im Herbst kommt hier schon ihre neue Reihe. Die hat Zusammenhänge mit der Crave-Reihe, also mit der jetzt. Und ja, ich will jetzt wissen. Hier geht es um, ach, wie heißt er? Grace, genau. Grace Eltern wurden ermordet und sie kommt dann nach Alaska zu ihrem Onkel und ihrer Cousine, um dort in der Katmai Academy weiter zu in die Schule zu gehen. Und ja, nach und nach findet sie heraus, dass alle besonders sind. Ja, sie findet heraus, dass es Werwölfe gibt, dass es Drachen gibt, dass es Vampire gibt, dass es Hexen gibt und dass sie selber was ganz anderes ist. Ja, sie findet den Jungen sehr gut. Also sie schreibt schon sehr ausschweifend, Tracy. Und es ist wirklich so für Jugendliche. Auch wenn sie jetzt hier auch Techtelmechtel haben oder keine Ahnung was. Aber trotzdem, so wie die halt so sind, das sind so wirklich so Teenager, vielleicht bis 18 Jahren oder irgendwie sowas. Ich habe es als Hörbuch zum Teil gehört, damals den dritten Band. Und werde das jetzt auch so machen. Ich kriege mein Guthaben am 5. Mai, genau. Und werde dann auf jeden Fall zuerst einmal das da fertig hören und dann mich darauf fokussieren, dass ich dann wirklich das dann noch schaffe, in meinen fast 100 Stunden zu beenden. Und ich hoffe, das geht sich halt aus, weil eigentlich habe ich mir noch für ein paar andere Bücher vorgenommen, die Hörbücher zu hören. Deswegen wird es schon passen. Wird schon passen. Und ich bin sehr gespannt. Boah, hört ihr das? Ich mag das irgendwie voll, wenn die Seiten zusammenkleben. Ich finde es cool. Ich weiß, jemand anderer mag das nicht, aber ich finde es nicht schlimm. So, meine Lieben, ich glaube, das waren jetzt 12, 13 Bücher. Ein paar sind schon angefangen und ein Buch bin ich schon bei der Hälfte. Da dachte ich mir so, wenn ich das jetzt im Mai nicht beende, dann ist es nicht so schlimm. Und zwar habe ich mir den dritten Teil von Jennifer L. Armentrout, Blood and Ashes-Reihe auch schon vorgenommen. Ich habe das schon im März, das Hörbuch immer wieder gehört, wenn ich am PC gearbeitet habe. Und ja, bin bei der Hälfte und wollte ich jetzt nicht in die Leseliste packen, weil es jetzt sein kann, dass ich das im Mai vielleicht gar nicht zur Hand nehme, wenn ich nicht so auf dem PC bin oder irgendwie sowas. Also, naja, ist jetzt wurscht. Aber ja, das reicht erstmal für die Bücher und für die Länge. Und ich sagt mir doch sehr gerne in den Kommentaren, ob ihr eins dieser Bücher schon gelesen habt. Wenn ja, welche? Welche habt ihr aussortiert? Welche habt ihr gar nicht geholt? Lasst euren Gedanken freien Lauf und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bye!